Ja. Nee, jetzt geht das los. Warum grinst der eigentlich immer? Der macht sich nur noch über mich lustig, die ganze Zeit. Letzte Woche hat er schlechte Laune, heute hat er gute Laune. Ja, ich weiß auch warum, aber wir verraten es nicht. Darf er wieder angeln gehen? Wir verraten es nicht, er angelt am Wochenende. So angelt er. Genau, er angelt. Das macht er tierisch gerne, ne? Ja. Durch Bewegung. Ja. Also, neues Video? Ja, was heißt neu? Für uns ist heute das dritte Video. Das dritte Video. Wir hatten immer mal so ein paar Kommentare, dass wir einfach mal durch die Werkstatt laufen. Genau, so ein bisschen Werkstattleben. So ein paar Geschichten erzählen. Manche wollen, genau. Wie was entstanden ist. Und das kann man ganz gut mal erklären, ein bisschen Polizeigeschichte. Eigentlich relativ einfach. Ja. Jetzt kompliziert. Genau. Also, Frankie hat einen Kunde gehabt, der kam hier hin. Oder gemeinsamer Kunde. Und der wurde halt auf der Kühe hier angehalten von der Polizei. Weiß nicht, Soko-Rennen, wie die auch immer heißen. Ja, das Übliche, was man auch bei WDR sieht. Also wirklich klischeehaft. Und die haben bemängelt einmal Luftfilter. Die haben Luftfilter nicht nachgewiesen, Lenker, keine Kennzeichnung. Ja. Und es sollte überprüft werden, ob das Motorrad gedrosselt ist. Wobei, da gab es ja eigentlich gar keinen Anhaltspunkt. Nein, das haben die einfach vermutet. Genau, richtig. Es war aber noch was. Blinker? Ne? Ne, es war noch irgendwas. Aber wir haben eigentlich die Hauptgeschichte, wo jetzt unser Problem daraus entstanden ist. Das heißt, ist eigentlich war Lenkernachweis nicht vorhanden. Das heißt, die Kennzeichnung genau. Auf dem Lenker war nicht da. Genau. Und dann hast du es ja im Prinzip auseinandergebaut und festgestellt, dass der Lenker ja jetzt, muss man leider sagen, nicht der richtige gewesen ist. Genau, also als allererstes habe ich habe dann recherchiert. Es ist eine Softail, es ist eine Twincam, Baujahr zwischen 2000 und 2006. So. Ich habe in die Papiere geschaut. Das ist ja der Harley-Davidson-Luftfilter, der wird mit dem Pistor-Gutachten, Pistor V2 wurde der eingetragen. Der war auch eingetragen im Fahrzeugschein, das heißt also, das war schon mal falsch, was sie gemacht haben. Mhm. Das heißt, keine Kennzeichnung dann? Ja, du hast auf den Luftfiltern keine Kennzeichnung. Ja, okay. Du könntest das jetzt googeln, die Polizisten googeln das, wie wir heute auch, die googeln dann Ding. Aber die wissen natürlich, was die natürlich nicht verstehen ist, das kann ich auch nachvollziehen, das Gutachten, um den Luftfilter einzutragen, ist nun mal dieses Pistor-Gutachten gewesen damals. Ja. Das heißt, hier ist so ein Luftleitblech im Luftfilter drin, was man von außen gar nicht sieht. Ja? Das heißt, hier drin sitzt so ein, ich sag mal, so ein Geräuschreduzierungsblech. Mhm. Und mit dem Geräuschreduzierungsblech, mit dem TÜV-Gutachten, wurde dieser Luftfilter eingetragen. Und der war bei dem Fahrzeug auch korrekt eingetragen. Das heißt, das war schon mal... Das heißt, die Polizei wendet hier eigentlich nur, dass die den Verdacht haben, dass durch das größere Luftfilterelement mehr Luft angesaugt werden kann. Und deswegen sind ja die Luftfilter eigentlich verboten. Richtig. Und durch dieses Reduzierungsblech wird die Luftmenge ja wieder verringert auf das Originalmaß. Und daher sind die erlaubt. Das kann man ja auch so machen bei den Screaming Eagle Luftfilter von Bertelskit, richtig? Genau, richtig. Da gibt es so eine Reduzierungsplatte dazu. Du kannst über den Battle, Harley-Davidson, die sind da recht fix. Die haben im Endeffekt für viele Screaming Eagle Luftfilter auch Kombinationsgutachten für neuere Bikes in Kombination mit Jekyll, bla bla bla. Du schreibst also zu Battles oder telefonierst mit den Leuten. Dann kriegst du im Endeffekt auf deine Fahrgestellnummer das TÜV-Gutachten mit dem Luftleitblech und dann kannst du den Luftfilter legal eintragen, auch in Kombination mit dem Jekyll. Braucht die das hier noch, eine Kombinationsgutachten? Eigentlich, ja, das ist so ein Thema. Eigentlich brauchen die Euro-3-Maschinen das nicht wirklich, aber das ist halt heute so ein Thema. Weil die Polizisten werden einfach nur geschult auf die neuesten Generationen. Sie sollen das überprüfen. Jetzt kommt ein Junger mit einem Stern-Polizist an und sagt, ja, wo ist Kombinationsgutachten, so und so. Ne? Okay, also Problem war gewesen, dass die Kennzeichnung vom Lenker nicht vorhanden war. Die war nicht vorhanden. Es war ein Lenker eingetragen mit einer Nummer. Ja. Die habe ich überprüft. Ja. Hat sich herausgestellt, dass das nicht der Lenker ist. Also er hat das Motorrad so gekauft, muss man dazu sagen. Mhm. Das ist nicht der Lenker gewesen, der auch eingetragen ist. Egal, ob er eine Kennzeichnung hat oder nicht. Der Lenker, der eingetragen war, hat eine ganz andere Form. Also okay, kein Problem, habe ich zum Kunden gesagt. Wir nehmen den einfach runter. Da sieht man ja auch mal, dass man beim Kauf auch wieder aufpassen muss, was kauft. Aber wenn man sich nicht auskennt, du guckst rein, da steht drin Luftfilter, da steht drin Lenker. Mhm. Und dann sagst du, oh, Lenker ist verändert, Luftfilter ist verändert. Kennzeichen halt als eingetragen, Jekyll und Hyde muss ich nicht eintragen. Alles andere war korrekt an dem Fahrzeug. Ja? So, jetzt haben wir aber einen Knackpunkt. Und ich soll jetzt nicht überheblich klingen, ich behaupte ja immer, ich weiß relativ viel. Aber eine Sache hat mich etwas stutzig gemacht. So. Jetzt haben wir ja den schönen Santi-Lenker genommen. Das V-Team oder? Santi. Custom Chrome. Ach so, okay.
Das ist ein schöner Ape, relativ günstig. Kommt in die anderen ja fast. Ja, genau. Er wollte das unverändert von der Höhe haben. Ich habe gesagt, pass auf, wenn wir schon neun Lenker nehmen, nehmen wir auch einen 1,25 Zoll. Ja. Ja, also ein 32 mm. Der ist aber natürlich ja in der Klemmung verjüngt, wie du es ja weißt. Mhm. So. Alles kein Problem, haben wir schon 758.000 Mal gemacht. Wo ich gar nicht drauf geachtet habe. Das ist die Originale jetzt. Das ist die, die da drauf ist. Ja. Ich bestelle den Lenker. Der Kuba will den draufbauen. Dann denke ich mir, warum ist denn die Reiseaufnahme so weit auseinander? Also das hier oben, ja. Genau. Das bedeutet ja, wenn die Reiseaufnahme so weit auseinander ist, passt natürlich in der Verjüngung ja auch der Reiser nicht. Ja. Ja, so. Da habe ich echt rumgerätselt. Und uns ist nicht wirklich eingefallen, was wir machen können. Da habe ich gesagt, pass auf, Kuba. Oder ich spreche ja mit Kuba immer zusammen dann. Er hat eine Idee, ich habe eine Idee. Da habe ich gesagt, pass auf, lass uns die scheiß obere Originalbrücke runternehmen. Lass uns einfach eine originale Softailbrücke nehmen. Musst du das dann neu bestellen dann? Oder? Na, ich habe eine hier gehabt. Ah, okay. Eine ausgebaute. Lass uns die hier drauf bauen. Und dann haben wir unser Reisermaß, was wir brauchen. Ja. Können wir die Reiser drauf machen. Mhm. Der Unterschied, wie ihr seht, ist aber, dass bei der Gabelbrücke, das wie bei einer Dyna durchgängig ist, ja, mit Stopfen, und eine Softail-Gabelbrücke sieht so aus, da gehen diese Führungen hier so rein. Ja. Aber das ist ja kein Problem, ich tausche einfach die Stopfen aus, dann kann ich die Brücke da drauf bauen. So. Das ist der Originalstopf. Das ist der Stopfen, den ich draufbauen wollte. Was fällt euch auf? Passt nicht, wie man auch hier sieht. Das Maß passt nicht. Das Gewinde ist nicht so tief eingestochen, dass ich den hier drauf bekomme. Und ich bin immer noch nicht draufgekommen, was es für eine Gabel ist. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Du hast auch gedacht, das wäre erst eine Zubehörgabel. Ich habe gedacht, das wäre eine Zubehörgabel. Aber die Brücke ist eine Gussbrücke. Also es sieht mir jetzt auch nicht wie Zahme, auch nicht wie Zubehör aus. Also das war der nächste Step. Dann wir wieder überlegt, ich recherchiert, denke ich, geil. Es gibt von den alten FL-Modellen, ich glaube bis 1977, die gleiche FL-Modelle? Alte, ich sag mal, Shovelhead, okay, mit dicker Verkleidung, Lampenverkleidung, bla und so weiter. Es gibt von den FL-Modellen dieselben Stopfen. Entschuldigung, musst du das immer alles bestellen oder hast du das immer alles hier? Das muss ich bestellen. Okay. Mit der ungefähr gleichen Gewindelänge. Sag ich, geil, ganz einfach, wir bestellen einfach die 77er Stopfen, drehen wir die hier rein, dann können wir die obere Brücke montieren. Dann haben wir aber festgestellt, dass bei den 77er Modellen die Gewindeflanken anders sind. Das heißt, ich kann diesen Stopfen nicht hier reindrehen. Jetzt muss man ja eins überlegen, ich bleibe ja dann nicht, weil ich verliere dann auch die Lust, weil ich nicht weiterkomme. Ich denke mir, all das kann doch nicht so kompliziert sein, so einen beschissenen Stopfen. Jetzt werden natürlich schlaue Menschen sagen, ja, der muss ja dir halt einen drehen und bla, ja. Hm. Natürlich. Ja, ja, ja. Und jetzt ist die Frage, was machst du hier? Pass auf. Dann habe ich mir gedacht, Alter, was ist das für, das Gewindemaß stimmt nicht, das ist keine Dyna-Gabel. So, und dann sind wir beide im Endeffekt wieder mein Lieblingswort. Ich gucke nach Gabelstopfen im Netz, bin bei Rebofini und sehe den Gabelstopfen in der gleichen Form und lese mir den Text durch und sehe, für was für ein Typ Harley dieser Stopfen gedacht ist. Rebofini hat für dieses Fahrzeug, wo diese, ich sage jetzt gleich, was es für eine Gabel ist, ich bin wirklich nicht drauf gekommen, hat aber auch den Grund, dass sie nur 3 Jahre so gebaut wurde und sehr, sehr unbekannt ist. Rebofini hat extra diesen Stopfen gebaut, wenn man eine Rebofini-Gabelbrücke mit diesen Rohren bestückt, dass man das adaptieren kann. Und zwar ist das eine Softail Blackline. Das wird den wenigsten Leuten jetzt was sagen. Die Softail Blackline gab es, glaube ich, nur... War das ein Sondermodell gewesen, oder wie? Nee, die Softail Blackline war ein sehr verhasstes
Twincam Softail Modell. Meinst du, finden davon ein Bild? Ja, finden wir auf jeden Fall. Das war so ein bisschen zusammengestückelt. Da war die Rockerbox dann poliert, der Kettenschutz chrom, der Zylinder schwarz. Und die Modelle hatten einen Lenker, der so hier rauskam. Also zwei einzelne Lenkerteile. Und deswegen bin ich nicht drauf gekommen, was das für eine bepisste Gabel ist. Weil jetzt stellt sich die Frage, warum wurde denn so eine Gabel hier eingebaut? Die haben im Endeffekt, ich schätze mal, entweder, weil das ist keine Blackline im Brief, die haben wahrscheinlich irgendwo eine Blackline-Gabel gekauft, haben dann halt, du kannst ja hier normale Reiser drauf machen, weil wenn du einen 1 Zoll Lenker hast, dann kannst du das ja da drauf bauen. Aber er wollte jetzt halt den dicken Lenker haben und deswegen haben wir jetzt diese Problematik gehabt. Ich hätte jetzt natürlich auch wieder von V-Team zum Beispiel einen 1 Zoll Lenker bestellen können. Das wäre wahrscheinlich im Nachhinein viel einfacher gewesen, wie der ganze Rotz, den wir jetzt gemacht haben. Weil jetzt habe ich Rebofini angeschrieben. Problematik ist, habe ich dir gerade gesagt, die Italiener haben ja immer im August, ich glaube den ganzen August, ist ganz Italien zu. Das heißt, keine Firma ist auf. Gut, wir haben jetzt schon den 26. Ich habe auch keine Antwort bekommen. Das heißt, ich habe jetzt gefragt, ob die Stopfen lieferbar sind und dann bauen wir diese Kackstopfen da rein und dann können wir endlich nach Wochen diesen Lenker montieren. Ist natürlich für den Besitzer schon doof in der Saison, aber da kann man nichts dafür, ne? Ja gut, er ist im Endeffekt noch relativ gut bei rausgekommen. Ja, wir haben das relativ abschmettern können, die ganze Geschichte. Aber muss man nicht das Motorrad in einer gewissen Zeit auch vorführen bei der Polizei? Das haben wir schon alles abgeklärt. Ja? Wir haben das im Endeffekt schon alles fertig gemacht. Ich habe mit dem TÜV-Prüfer gesprochen, dass wir das alles in Arbeit haben. Habe ihm den Lenker gezeigt, der da drauf kommt. Habe gesagt, pass auf, ich habe das überprüft. Das ist nicht korrekt. Wir machen jetzt den Lenker drauf. Und dann wurde das im Endeffekt so geschrieben, dass wir die Frist einhalten konnten. Genau. Hast du oft Kunden, die von der Polizei kontrolliert werden und im Prinzip, wo du Sachen umändern musst? Hat sich in den letzten 5 Jahren gehäuft. Mhm. Es hält sich im Rahmen, aber du hörst viele Geschichten, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist wirklich jetzt eine ganz einfache Anekdote gewesen, von einer ganz einfachen Arbeit, die sich als extrem kompliziert herausgestellt hat. Ist ja meistens so, ne? Weil ich auch nicht kapiert habe oder wir auch nicht kapiert haben, was das für eine Kackgabe ist. Harley-Baureihen laufen ja ewig lange. Und ich habe diese Gabel nicht zuordnen können, weil das Ding wurde nur 3 Jahre gebaut und ich habe es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt wissen wir es, jetzt kennen wir die Problematik. Jetzt hoffen wir, dass die Rebofini, die Italiener, den Scheiß lieferbar haben. Was ich aber viel erschreckender finde, ist, man kauft sich ein Motorrad und man weiß eigentlich gar nicht, was wirklich verbaut wird. Nein. Das heißt, wie kann man denn bei so einem Kauf von einem Motorrad sowas überhaupt überprüfen? Kann man zum Harley-Händler fahren, zu irgendeinem? Nein, das machen die wenigsten. Okay. Du, ich hätte das jetzt, ich hätte das jetzt auch nicht gesehen, was das für eine Gabel ist. Ich hätte da gar nicht. Mir ist es ja gar nicht aufgefallen am Anfang mit dem breiten Reiseabstand. Erst wo ich den Lenker, denke ich mir, hey, da stimmt irgendwas nicht. Am Anfang habe ich das gar nicht realisiert, das kam erst später. Ja. Okay. Was schätzt, wie lange jetzt noch? Wenn die Italiener antworten, das wäre schon seit 4 Wochen fertig. Okay. Ja, so. Ja. Nächste Bühne. Du hast hier wieder eine. Ich muss mal meinen Schweiß tupfen. Warum bist du denn am Schwitzen? Weil es hier abartig schwül drin ist. Was ist es für ein Bike? Ne? Was ist es für ein Bike, müsstest du erkennen? Nee, Connor müsste es auch erkennen. Weil Connor ist ja unser alter Fettbob-Fahrer. Deiner Fettbob-Fahrer. Warst du Fettbob gewesen? Nee, das ist ein Streetbob. Ich wollte sagen, also Fettbob, weil das hat vom Tank her nicht gepasst. Genau. Wir sahen Streetbob 2016. Kunde hat eine erste Harley. Kunde hat eine sehr, sehr gute Basis gefunden. Ich glaube, es ist eine 210er oder 211er Streetbob. Erste Hand, deutsches Motorrad. Und ich glaube, er hat dafür, 11 Mille bezahlt. Was ich, 11.000 bezahlt als Basis. Das war schon selten, oder? Genau, Fußrasten waren schon vorverlegt. Ansonsten war es relativ original hässlich. So, was haben wir jetzt gemacht? Das ist eigentlich so die Standardgeschichte. Oder was man halt macht. Thunderbike Hollywood Lenker, Hollywood Light, Thunderbike Reiser, schwarze Spiegel, die Hebel beschichten lassen. Die Stripe-Blinker drunter, ein paar Arbon-Griffe, Luftfilter geschwärzt. Der Jackal war schon drauf, aber komplett in Chrom. Okay. Hitzebleche waren natürlich auch. Kann man die im Nachgang beschichten? Das hätte ich, genau, das ist eine gute Frage, das hätte ich dir jetzt gesagt. Und er hatte die langen Tappert-Endkappen drauf. Big Shot. Ja, die Tappert, diese konischen. Ah, okay. Die original. Die auf meiner Klapse, die wir abgefräst haben. Ganz genau, ganz genau. So. Dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Möglichkeit, oder nicht wir,
sondern wir arbeiten mit der Pulverei zusammen, die auch für Jekyll die Original, also die Aushüllen pulvert. Mhm. Und er kann einen Mont, also man muss natürlich die Schilder abnieten, ja, die Züge ausbauen, ja, wie ist das ja, die Züge ausbauen, aber er kann einen mit Inlay bestückten, gebrauchten Auspufftopf, echt? Im komplett montierten Zustand, ohne Endkappe natürlich, ohne Schild und ohne Mechanik, also ohne Zug, ja, schwarz beschichten. Aber wie aber das wird leicht. Das ja nicht so wirklich, ne? Du darfst nicht vergessen, das ist ja keine Pulverbeschichtung, das wird ja schmilzen. Ja. Das ist eine Hitze-Lack. Ja, ja, das ist auch kein Keramik. Ich glaube, das ist eine Art Hitze-Spritz-Lack. Aber ist das nicht das Problem, eher die Chrombeschichtung runterzuholen? Nein, das wird ganz leicht angeraut, angestrahlt, ganz leicht, ja, dass du eine leichte Rauheit hast. So, ich hoffe, ich sage es richtig, dass das haftet. Auch die Chrom-Hitzebleche, die Hitzebleche waren ja auch Chrom. Und ja, somit haben wir im Endeffekt jetzt die ganze Ausformverlage geschwärzt im Nachhinein. Okay. Und das haben, cool schon. Das. Genau. Und haben ihm dann neue Streetfighter-Endkappen von Jekyll bestellt. Da hast du jetzt natürlich einen leichten Farbunterschied. Wir haben hier mehr Struktur beschichten lassen und hier ist es glatt. Ich wollte gerade sagen, die Beschichtung ist jetzt eher so wie die Struktur. Genau. Strukturbeschichtung, wie auch vom genau, dem, genau. Timecover. Du hast die Möglichkeit, zwei Beschichtungsarten zu wählen. Einmal, ja, dieses etwas grobere, ja, und einmal dieses, wie es bei Jekyll Original ist, dieses etwas feinere. Man könnte auch das kann man auch glattere. Richtig. So. Was kostet das jetzt in diesem Fall hier? Ich muss jetzt lügen, was ich da VK für nehme. Ich würde jetzt mal schätzen, 2,40. Ich würde mal schätzen, ungefähr 300 bis 350 Euro. Mit Beschichten? Also Beschichten. Mit Nieten rausmachen, alles? Nee, das kommt dazu. Sag mal komplett. Tu dich komplett. Mit Auspuff demontieren, montieren, beschichten, abgeben. Vielleicht 500 Euro. Das ist eigentlich okay, oder? Ja, wenn du Chrom hast und du hast also Chrom und du machst das schwarz, ist das okay. Also, genau. Weil ich gerade hier sehe, das war mal von den Mittelcontrols. Genau, richtig, das ist so ausgespart. Ist. Ganz genau. So, dann haben wir, das kennst du auch, die typischen Progressives eingebaut. Progressive Suspension, Tieferlegung, Stoßdämpfer, dass das Ding nach unten kommt. Wir haben ihm hier oben die verchromten Dinger schwarz gepulvert. Ja? So, dann, du siehst ja, das Ding hängt schon relativ tief jetzt drin. Dann hinten die kleinen Atos. Die großen Blinker weggemacht. Entschuldigung, geht das auch bei Kestik? Kann auch Kestik beschichten. Oder auch jetzt bei Touring-Maschinen? Oder dürfen das nur kurze sein? Nein, ist egal. Auch Kestik geht auch. Seit wann kannst du das? Lange schon. Hä? Mhm. Also ich nicht. Aber ich weiß, wer es kann. Ja, aber wusste ich, dass du das anbietest. Mhm. Weil ich glaube, das interessiert viele. Ja, wissen auch die wenigsten. Stört das auch? Ja, wir haben teilweise Leute, die kaufen sich eine gebrauchte. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat eine gebrauchte Lowrider S gekauft. Das Ding ist ganz schwarz und der Vorbesitzer hatte eine kurze Jekyll in Chrom dran gebaut. Mhm. Er hat gesagt, aber Alter, warum hast du denn eine Chromanlage? Ich wollte, dass die Auspuffanlage hervorsticht, hat er gesagt. Okay. Kann man so sehen. Aber krass zu wissen, dass man bei dir... Genau. Man also kann das nachträglich, auch wenn das Chrom ist. Wichtig ist ja, ohne das Inlay rauszunehmen, das ist ja das Thema, kann man das komplett beschichten lassen. Und Hitzebleche, sowieso. Ja, gut, das aber es ist kein klar. Pulver, weil Pulver hält nicht. Okay. Also echt cool. Tiefer gelegt, siehst du, er hängt schön drin. Wunderkind-Kennzeichen. Genau, Wunderkind-Kennzeichen-Halter, wie gesagt, entweder Thunderbike oder Wunderkind. Wobei ich ist natürlich jetzt schade, dass er hier im Kennzeichen die Löcher hat. Das habe ich, mit ihm besprochen. Ist aber kein Thema. Du machst die zwei Schrauben raus, ja, tust das raus. Er weiß das und er holt sich ein neues Kennzeichen. Ja. Dann hast du Riemenabdeckung. Die haben wir neu beschichtet. Dürfte ich jetzt was fragen an, ja, Kritik? Ja. Oder bist du wieder Mecker? Nein. Wieso macht man das eigentlich noch schwarz? Also da ist aber immer die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Du hast ja hier noch ganz viele, viele Sachen. Weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Weil dann hätte man ja auch rein theoretisch die Bremsscheibe mitmachen können. Ja. Ist vielleicht ein Autismus. Ja. Aber das ist... Du hast ja ein bestimmtes Budget für so einen Auftrag. Ja. So, er hatte keine Sozius-Rasten dran, die hatte ich noch gebraucht, habe ich ihm dran gebaut. Der Bellschutz, der war so ein bisschen abgeschrubbert, weil hier waren so komische Packtaschen dran. Die Packtasche hat ja den ganzen Bellschutz weggemacht. Das heißt, also man sieht da noch ein bisschen die Kratzer. Genau, du siehst, da war auch eine Sissi-Bar dran. Ja. Also eine Aber Sissi-Bar. Das könnte man fast mit einer Aufbereitung wegbekommen. Genau, das kannst du auf jeden Fall noch polieren, weil es sind keine tiefen Kratzer. So, deswegen haben wir den Bellschutz noch mitbeschichtet, weil der hier, wie gesagt, abgekratzt war. So, dann haben wir hier Derby-Cover beschichtet, Hupencover, das Chrom-Hupencover beschichtet. Also die jetzt. Sachen im Prinzip schwarz gemacht, die vorher chrom ja, du hast sind. Ja, dass du halt, sag ich mal, wenn du jetzt die Silhouette, Gabelcover oben, Alu-Gabelcover, dass das Ding einfach in eine schöne Form kommt wieder. Er wollte jetzt erstmal, dass das Ding die kleinen Veränderungen, wobei kleine Veränderungen ist auch, aber ich meine,
die ganze, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber das kostet wahrscheinlich auch irgendwie 4 Mille. Ich hab's nicht. Echt? Ja, ja. Es läppert sich zusammen. Okay, dann verstehe ich das, warum man nicht noch dann, weil wenn ihr jetzt noch das Rad demontiert. Wobei 4 Mille, glaube ich, kostet nicht. Ich sehe jetzt hier gerade, ich habe noch nicht alles gerechnet. Die Schichterei fehlt noch. Wir sind, denke ich mal, so bei 2,5 für den ganzen, okay, für das ganze Zeug, was wir jetzt gekauft haben. Avon-Griffe. Ja, keine Bildwellgriffe. Ah, aber warum macht man es nicht immer so? Avon-Griffe mit Gummis. Genau. Oder Connor? Genau. Hast du die nicht auch gehabt? Ja, ich glaube, der Conor hat die auch gehabt. Ja. Das fühlt sich auch schon wieder gut an. Wie gesagt, die Spiegel wieder aus dem Aftermarket in schwarz. Die sehen ja aus wie Original. Genau, Handhebel beschichtet, die waren auch Guss, die waren auch Alu. Ja, die waren so nah wie meine. Ja, also einfach im Endeffekt, sag ich mal, den Lampenring vorne, den Chromlampenring beschichtet, die ganzen kleinen Details. Mhm. Ich denke mal, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, lass es vielleicht 3.000 kosten, ich müsste es jetzt durchrechnen. Aber es ist halt trotzdem Geld. Und deswegen die Frage, warum hat man nicht das, warum hat man noch das, warum hat man noch das? Ja, aber krass, wenn er so günstig eingekauft hat, dann hast du nach ganz übertrieben von 15.000. Hast ein cooles Moped. Könnte man jetzt hier noch einen anderen breiteren Reifen drauf machen? Auf du könntest auf die Originalfelge einen 180er drauf machen. Ja. Alles, was größer ist. Also lieber meiner im Prinzip. Genau, alles, was größer ist, müsstest du umspeichen. Mhm. Das heißt, man müsste jetzt ja eigentlich hier entweder Faltenbelge oder diese Cover noch oder machen. Oder die Cover drauf machen. Die Rockerbox. Die könnte man noch schwarz beschichten. Aber bist du eigentlich auch wieder bei allen Sachen bei schon wieder 2 Mille los, ne? Ja, kommt immer drauf an, muss halt Zerlegearbeit noch rechnen. Ich glaube, wir sollen, glaube ich, die Reflektoren auch noch abmachen, auf seinen Wunsch. 103er ist das, ne? Ist eine 103er. Ne, ist eine 96er, glaube ich. Echt? Ja, 210 ist, glaube ich, 96. Steht auf dem Luftfilter. Ja, 96er. Ah, okay. Genau. Ich dachte erst, das wäre hier Carbon, das ist aber nur so ein Mist. Genau, oder? Richtig. Inspektion machen wir noch, weil er wusste nicht, ob der Vorbesitzer das geserviced hat. Also er ist weg, hat das Ding gekauft und direkt zu dir gekommen. Genau, richtig. Kam über Empfehlung von einem anderen Kunden von mir. Okay. Ja. Also mit der Jackel bin ich begeistert, muss ich echt sagen. Ja. Finde ich cool. Ja, man muss halt überlegen, das war halt alles komplett ein Chromklumpen. Und das kannst du halt, sag ich mal, für einen überschaubaren Preis, klar ist das auch Geld, ja, kannst du das schwarz machen. Ich dachte mal, man müsste das halt immer irgendwie wieder... Nee. Das geht bei den Sachen, geht das. Da gibt es ja auch, ich sehe bei, das wissen die wenigstens jetzt, so eine Heavy-Duty-Ausführung, das war jetzt mal echt interessant. Das erkennt man immer an diesen unteren Teilen irgendwie, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das heißt eigentlich nur, dass die Heavy-Duty für schwerere Leute sind dann, oder? Ja, wobei ich habe das schon mal, die sind auch etwas teurer, die Heavy-Duty, ich habe das aber schon mal getestet. Ich fand den Unterschied jetzt nicht wirklich so gravierend. Also, weil, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, das sind die Stoßdämpfer, die die meisten Leute reinmachen, aber das ist wirklich ein Stoßdämpfer, um Fahrzeug tiefer zu legen. Gibt es das hat mit technischer Stoßdämpfer nichts mehr zu tun. Nein. Oder? Gibt es denn kurze Dämpfer, die auch Performance haben? Nein. Ne? Kann ja nicht. Ja, vielleicht mit einem anderen. Ja, geht, klar. Federweg wird kürzer. Kann nicht. Unmöglich. Man kann das im Prinzip. Auto, KW schafft das ja auch. Ja, KW schafft das im Maße, wobei, du weißt, ich habe viel KW in meinen Autos. Das war nie wie gedacht. Wenn ich durch ein richtiges Loch fahre, denke ich auch, dass mir der Achsschenkel rausfliegt. Ja, also man könnte das ja eigentlich nur überbrücken, indem ich die originalen Dämpfer wieder einbaue und mit einem mitschwingenden Heckfender. Mitschwingenden Heckfender oder dass ich den Heckfender so bauen lasse, dass er tiefer sitzt, obwohl ich lange Dämpfer drin habe. Geht das auch? Das ist eine Einzelanfertigung, das würde gehen, ja. Echt? Ja. Aber nicht richtig tief, dass er auf dem Reifen ist. Das ist jetzt, müssen wir jetzt geometrisch sehen, wie man das jetzt mit den Haltern hier hinbekommt. Aber man kann natürlich, wenn man den Heckfender baut, den auch ohne kurze Dämpfer so anpassen, dass es optisch gut aussieht. Ich muss sagen, ich finde die Dämpfer mittlerweile fast schöner als diese kurzen immer. Die Fender meinst du? Genau, die Heckfender. Ja. Was habe ich gesagt? Heckdämpfer. Ist auch egal. Ich meine den Heckfender. Ich finde das immer schön, wenn die so ein bisschen drüber gehen. Dann kannst du auch nicht so reingucken. Genau, du siehst ja. Weil manche flexen die ja wirklich gerade ab. Und dann sage ich den Leuten immer, das sieht das Motorrad höher aus. Das sieht grauenvoll aus, wirklich. Ja. Aber für dich ein cooles Ding. Ja, das ist so. Das ist ja so die. Eigentlich überlegst du andere Lenker. Also, Lenker wäre es jetzt nicht. Tiefer, er wollte halt bequem sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass der Besitzer etwas ein bisschen älter ist. Nee, er ist nicht älter. Nee? Okay. Ich schätze mal euer Alter. Okay, also ein bisschen älter. Also 21. Da sind wir auch beim Thema wieder, ja. Uns ist aufgefallen, Basti gehört jetzt ab zur alten Kategorie bei YouTube. Ach, fick dich doch, Alter, echt. Du bist so ekelhaft manchmal. du kannst bei YouTube, bei Analyse reingehen, dann kannst du gucken, wo gucken die Leute, Region. Ah, okay. Man muss sagen, die meisten schauen uns Berlin. Bei uns? Köln. Ja. Und Düsseldorf kommt erst relativ weit zum Schluss. Ich weiß nicht, warum.
Die meisten Leute gucken also aus Berlin. Wir haben viele Leute aus dem Osten. Ja. Viele Leute aus dem Osten. Das definitiv. Das stimmt. Das ist ein Mythos. Da musst du wieder. Das musst du wieder machen. Und da kannst du auch gucken, wir haben jetzt Leute aus Thailand, Polen, Rumänien, Tschechien, Russland. Die haben aber gekauft, das musst du dazu sagen. Nein, das kannst du gucken, das sind nicht viele. Und da gibt es eine Kategorie Alter. Von, ich glaube, 18 bis irgendwas. Und da gibt es eine Kategorie von? Ab 36 bis 50. Genau. Und da bist du da. Da sagt er jetzt zu mir, guck mal, Basti, da gehst du jetzt in 2 Monaten zur alten Kategorie. Und das ist echt alt auf dem Bild. Also wenn du das siehst, denkst du dir, Alter, leck mir am Arsch, weil das geht ja bis gefühlt 45 oder was. Ne? Dann sagt er, dann gehörst du schon zu der Kategorie. So ist das. Und irgendwann ist dein Sack auch so faltig wie meiner. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Der investiert, der macht Lifting oder so. Sacklifting, gibt's sowas? Sacklifting? Gibt ja auch Arschloch-Bleaching. Anal-Bleaching heißt das, glaube ich. Also sind wir hier fertig, oder? Das ist, sagen wir mal so, diese, da haben wir ganz viele von dieser Standard, das klingt jetzt böse, aber diese Standardsachen, um einfach das originale Motorrad, diese Popdinger für einfach, genau, die sind nicht lieferbar, die habe ich bestellt. Also ich muss wieder sagen, da sieht man das auch früher, die Barschilder, nennt man das so? Oder die Tankembleme, ja. Sind wirklich damals hochwertig gewesen wie heute, das gibt es ja kaum noch. Außer bei der Fatboy. Es ist fast alles lackiert heute, genau. Unterlackiert. Finde ich auch, macht einiges her. Finde ich richtig cool. Finde ich schön, das passt alles. Ist natürlich schwierig zum Polieren, weil du immer dann rum. Richtig. Und, ich bin als, du bist ein kleiner Polyautist. Ansonsten. Ja. Gut, vorne, ich hatte damals noch 21 Zoll gehabt, aber immer die Stilrichtung geht ja schon wieder in die Richtung. Ja, man kann jetzt natürlich noch nächsten Step, Frontfender kürzen, Frontfender tiefer setzen oder neuen Frontfender reinmachen. Mhm. Ja, das sind alles so Sachen. Er ist ja auch noch nicht am Ende. Er wollte jetzt einfach, er hat das Ding gekauft, ist ein bisschen gefahren, hat aber gesagt, du Frank, pass auf, ich will das jetzt gleich optisch für mich ein bisschen herrichten. Aber er ist ja mutig, das bei dir zu machen in der Hauptsaison. Oder will er nicht mehr fahren? Ja, wobei, wir haben das so terminiert, das Motorrad ist jetzt erst seit ungefähr 2 Wochen bei mir, okay, dass wir alle Sachen haben. Das ist natürlich das Problem. Ich muss ja den Auspuff abbauen und wegbringen. Zum Glück waren sie relativ zeitnah. Also das war eigentlich in der Zeit, in der der Auspuff jetzt beschichtet worden ist, haben wir fast alles andere fertig gemacht. So terminierst du das dann. Cooles Ding auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja. Was ich gerade sehe, wir haben ja echt keinen Leitfaden. Ich muss sagen, das Ding gefällt mir. Ich weiß nicht warum. Das ist ja 90er Jahre, auch die Felgen. Ja, richtig. Das habe ich letztens zu dir gesagt, Connor. Ne? Ich muss sagen, das fühle ich irgendwie. Warum ist die so auseinandergepflückt? Ja, das ist ein Motorrad von einem ganz lieben Menschen. Steht leider schon sehr lange hier. Ja. Grüße gehen raus. Ja. Man muss immer dazu sagen, er hat zum Glück noch mehrere andere Motorräder. Allerdings alle von Harley. Also er ist durch und durch Harley. Mhm. Das ist seine allererste Softail gewesen, die er auch schon lange hat. Ich das kann nur 96 sein. Nee, es ist früher, vor 96 sogar. Echt? 94? Ja. Echt? Ich meine, ich muss jetzt lügen, ich müsste jetzt im Schein gucken. Warte mal, vielleicht finde ich es sogar. Conor, wie findest du das? Felgen-Radkombination, ich fühle das irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wo der Auftrag ist. Nee, Conor winkt schon wieder ab. Das erinnert mich so ein bisschen an die... Das sind die Jahre zwischen uns, das ist schon wieder so... Das erinnert mich an das Bike hier, wie heißt die? Dr. 8? Die genau, hatten. Richtig. Man muss dazu sagen, er hat das Motorrad schon sehr lange und das Motorrad hatte einen... Ja, ich will jetzt nicht sagen 90er-Jahres-Style, aber man hat ja damals die Motorräder sehr, sehr, sehr tief gebaut. Mhm. Das heißt, das Motorrad war extrem tief. Ist das kein original Harley-Rahmen? Das ist ein original Harley-Rahmen. Aber wie kann man das dann tief bauen? Da waren ganz kurze Standrohre drin. Okay. Ja? Da war ein anderer Heckfender drauf. Das Motorrad war hinten mit dem Tieferlegungskit komplett runtergedreht. Also es war fast wie ein Starrrahmen. Da ist er auch 15, 20 Jahre gut mit zurechtgekommen. Bloß ich glaube, wir sind so in einem Alter, also auch schon über 50. Und er sagt, pass auf, Frank, das ist ein Motorrad, das werde ich nie verkaufen. Ich will jetzt noch einmal das Ding so machen, dass ich damit wieder fahren kann. Das heißt, neue Standrohre, also es fing eigentlich nur damit an, neue Standrohre reinzumachen. Den Lenker haben wir ihm geändert, von V-Team anfertigen lassen. Das heißt, ein Lenker, der ein bisschen mehr zu ihm kommt. Dann wollte er halt einfach die originalen Armaturen weg, er wollte schönere Handarmaturen. Haben wir von Custom Tech genommen. Ach, ich sehe es schon wieder. Da legt mir mal aus. Genau, Gummigriffe, die magst du nicht, ich weiß. Sollen wir die verbieten? Dann waren die alten Kellermänner drin. Wir haben die moderneren Mono-Gadgets reingemacht. Wir haben das Motorrad hinten wieder höher gedreht. Heckfender. Wir haben den mitschwingenden Heckfender jetzt schon angepasst.
Was das jetzt am Anfang verzögert hatte, war, das Motorrad war an den Zylinderfüßen undicht. Das heißt also, auch schon länger, das hat ihn nie gestört. Also Zylinderfuß war undicht, dann hat er gesagt, pass auf, wenn wir das Ding jetzt schon hier haben, lass uns das alles abdichten. Dann ist es halt so, wie es oft ist, ich meine, das ist ein sehr altes Motorrad. Ja, du machst die Zylinder runter, so, dann hast du gesehen, Laufspuren im Zylinder, Laufspuren, erträgliche Laufspuren, aber Laufspuren, ja. Dann sprichst du natürlich mit dem Kunden, sagst, pass auf, jetzt haben wir das einmal auf, was machen wir jetzt? Ja, komm, dann mach einmal Übermaß, einmal Zylinder neu holen. Dann haben wir oben Ventilsitze frisch Ventilsitze nachschneiden lassen und so weiter. Also das heißt, kleine Restauration. Das heißt, der Motor war einmal beim Motorenmann komplett auseinander. Wir hätten das selber gemacht. Wir haben aber festgestellt, wenn wir es runtergemacht haben, dass das Pleuel relativ fest, also relativ schwer ging. Du hast es auch in der Laufspur des Zylinders gesehen. Das heißt, wir hatten ein Pleuellager, ein Problem. Und dann muss der Motor zum Motorenmann, weil dann wird ja der Motor komplett getrennt einmal. Und also der Motor ist einmal komplett neu aufgebaut worden. Da bist du natürlich dann auch bei, ich sag jetzt mal, 3.500 Euro. Ist das so, ja. Was kostet denn so ein S&S-Motor, wenn man jetzt so ein, weiß nicht, da so 1,8 Liter... 10. Also. Ach echt? Ja. Dann haben wir festgestellt, wo man den primär aufgemacht, also du stellst dann halt einfach diese bestimmte Sachen fest, wenn du es zerlegst. Wir haben festgestellt, dass die Lichtmaschine hat einen Schaden im Kabel, das machen wir jetzt frisch. Mhm. Er hat keine Kette mehr drin, sondern ein Belt. Der Belt hat aber viel zu wenig Spannung gehabt, das müssen wir jetzt noch eruieren, woher das kommt. Der hat also, du siehst, der hat im primär auch, da passiert ja zwar nichts, aber der Belt war angefressen. Das heißt, der hat zu viel Spiel, das müssen wir jetzt noch schauen. Und dann wird im Endeffekt noch eine Sitzplatte gemacht mit einem Sattel und dann sind wir durch. Aber wie gesagt, ist auch schon ein teures Projekt. Ne? Ja, wir haben, ich muss dazu sagen, soll jetzt keine Ausrede sein, dass das Projekt hatte der Teddy angefangen, der ja jetzt schon so lange krank ist. Und ich wusste ja nicht, wie lange krank er ist. Er wird jetzt am Rücken operiert, mein Mechaniker, einer meiner Mechaniker. Und ich habe das immer nicht so gerne, wenn ich das zwischen den Mechanikern switche. Dann wird es immer schwierig. Nee, es ist eigentlich nicht schwierig, aber wenn ich es umgehen kann, umgehe ich es. Ja, ja. Weil eigentlich soll ein Mechaniker ein Projekt fertig machen. Und deswegen habe ich mich die ganze Zeit gesträubt. Aber jetzt ging das nicht anders. Wie gesagt, er hat mehrere Motorräder, aber es liegt mir auch am Herzen, dass das jetzt fertig wird, weil er einfach auch sein Baby vermisst. Und deswegen machen wir das jetzt, deswegen steht es auch auf der Bühne und wir machen es jetzt gerade fertig. Man kann ja pro mal sagen, Monteur, du suchst jetzt sehr aktiv ein. Genau. Das haben wir ja auch im letzten oder vorletzten Video nochmal gepostet. Genau, ist gut, dass du das... Das heißt, im Prinzip aktuell suchst du jetzt einen Monteur für hier? Ich suche einen Harley-Mechaniker. Man muss dazu sagen, ich will jetzt niemand haten, ich brauche keinen Quereinsteiger, der noch nie an der Harley geschraubt hat. Mhm. Bei mir muss keiner Zweiradmechaniker sein, aber es muss einer sein, der einfach schon mit Harleys zu tun hat. Das heißt, der hier hinkommt, den du und den ich auch anlernen, ein bisschen auch schon normale Arbeiten machen lassen kann. Der muss hier nicht flexen, schweißen. Und aber ein bisschen mit Berufserfahrung. Genau, das ist wichtig. Ja. Okay. Also wie gesagt, wenn ihr jemand wisst, wir suchen jemand, weil wie gesagt, Teddy ist längere Zeit noch krank. Bewerbung am besten per E-Mail zu immer per E-Mail. Können wir kurz unten einfügen. Immer an die Info at independent-jobbers.de und Bewerbung schicken, würde mich freuen, dass der Kuba. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, hast du gut gesagt. Das verbinden, ne? Okay, ja, cooles Ding. Können wir ja vielleicht uns auf der Liste mal machen, wenn es fertig ist. Genau. Mal ein kleines Video dazu. Was ist das? Das Motorrad ist geöffnet. Er will nach Farg fahren. War jetzt gerade auch wieder unterwegs. Wir sehen, er braucht... Reifen. Ja, nee, nicht nur. Ach so, kein Profil mehr. Er hat so ein bisschen wenig Profil auf dem Reifen. Also oh ja, er stimmt. Kriegt einen neuen Reifen. Und, das haben ja oft die Harleys, ne? Dass die echt bei Reifen irgendwie doch oft... Ja, sie fahren sich manchmal, das liegt aber auch in der Mitte dann, ne? Sie fahren sich so sägezahnmäßig aus. Also wenn du hier jetzt drüber reibst, fass mal drüber, dann merkst du, dass die wellig ist. Ich sage immer Sägezahn. Merkst du es? Krass, oder? Tatsächlich. Komm mal her. Oh. Metzlerreifen neigen sehr dazu. Aha. Genau. Das heißt, diese Flächen, die du hast, sind unterschiedlich hoch. Ja? Und das merkst du. Beim Fahren grauenvoll sein, oder? Beim Fahren merkst du das natürlich auch, aber den tauschen wir jetzt natürlich aus. Kommt das durch gerades Ausfahren nur oder einfach? Ich glaube manchmal, es liegt an der Reifen, an der Beschaffenheit der Mischung. Wir müssen kurz Konrad sauber machen. Und ich glaube, es liegt auch daran, wie die Leute fahren. Mhm. Und du weißt selber,
die meisten fahren auch mit zu wenig Luftdruck. Das stimmt. Ja. So. Aber, zu wenig Kurven. Oder zu wenig Kurven. Wobei er fährt wirklich viel mit dem Ding. Du siehst auch, es ist ein Gebrauchsmotorrad. Ja? Er fährt viel damit. Ich glaube, die waren jetzt auch gerade wieder auf der Super Rallye. Und da hat er noch ein anderes Problem. Super Rallye? Ja. Riech mal, komm mal her, das ist die Kupplung. Halt mal deinen Zinken da dran. Riecht nach altem Iltis-Pup. Komm, tu mal Kamera her, Konrad muss das auch riechen. Kupplung ist komplett verbrannt. Hat auch nicht mehr getrennt. Riecht das überhaupt noch? Ja, das ist... Da sieht man mal zwischen Nichtraucher und Raucher. Nein, das riecht aber nach Industrie. Ja, es riecht wie wenn du Kunststoff anzündest mit dem Feuerzeug, sage ich jetzt mal. Ja? Das ist auch Industrie, Alter. Das stinkt, ey, das war's. Ja, aber du hast so viel in den Kassetten in den letzten Jahren. So, das ist natürlich das Thema. Das heißt, wir haben jetzt, bevor ich die, mir fällt gerade an, das muss ich noch bestellen, halt erstmal den Primär aufgemacht, um zu gucken, ist das, brauchen wir nur Belege oder brauchen wir auch die Stahlscheiben dazu? Darf ich eine dumme Frage jetzt einfach? Es gibt keine dummen Fragen. Was ist das genau? Die Kupplungsbeläge. Warum denn so viele? Das ist bei der Harley so. Du hast die Kupplungsbeläge und du hast die Stahlscheiben in der Mitte. Das sind die Reibscheiben. Okay. Echt? Das ist eine Kupplung bei der Harley? Das ist eine komplette Kupplung. Hier ist, die Feder. Hier ist die Feder, die den Druck ausübt. Jetzt ist aber meiner draußen diese Gewichte dran. Sind diese Gewichte dann hier drin im Prinzip? Nee, original sind da keine Gewichte. Nein, bei meiner Performance-Kupplung. Dann sind hier die sitzen da. Bei deiner Performance-Kupplung sitzen die Gewichte auf dieser Feder. Und über die Umdrehung, über die Umfangsgeschwindigkeit, wie bei einer Variomatik beim Roller. Genau, gehen die Gewichte zusammen. Ja. Aber macht nicht viel Kraft zusammen. Nee, die gehen nicht zusammen, gehen auseinander und geben dann mehr Druck auf die Feder. Aber bei mir ist das identisch. Das ist, sieht auch so aus bei dir. Genau. Richtig. Die sitzen also hier oben drauf. Genau, die sitzen hier drin. Hier ist der Kupplungsraum, hier sitzen die drin. Ach, da drin? Genau, hier drin. Hier, okay. Da, hier ist die Hier ist die Verzahnung. Hier sitzt die Stahlscheibe, drin. Ja. Und hier wird die Reibscheibe arretiert in den Dingern. Ja. Was ist das hier oben? Die Anlassermechanik. Ah, ja, ist eigentlich hast du auch noch nie gesehen? Nee, so habe ich es auch noch nie so. Genau. Das heißt, das ist jetzt die alte Anlassermechanik bis 2006. Ja. Heißt, kleine Anlasserritzel rückt aus in den Zahnkranz und dann wird das gestartet. Was passiert denn, wenn die Zähne nicht genau in der Flucht sind? Das Klacken dann? Das rückt, aber das dreht sich und rückt dann in der Bewegung ein. Okay. Ja. Wir prüfen, bevor wir jetzt, ich hätte jetzt auch einfach blind die Scheiße bestellen können, aber ich musste jetzt sehen, brauche ich Stahlscheiben und Reibscheiben? Hier brauche ich ein komplettes Paket. Und dann gucken wir auch gleich noch, die haben wir jetzt losgemacht. Ist die Primärkette noch okay von der Spannung? Das heißt, wenn wir jetzt, du hast einen automatischen Kettenspanner drin, der über so eine Federrutsche, die immer automatisch spannt. Hier hast du noch was. Nachspann selber. Genau, du guckst jetzt, hier ist eine Verzahnung hinten dran. Ja. So, du guckst jetzt nach der Spannung, ja, und dann schraubst du das hier fest und dann ist die gespannt. Wenn die jetzt ganz oben wäre und die Kette hätte trotzdem Spiel, dann muss die Kette getauscht werden. Genau, und das prüfen wir dann halt auch. Das prüfen wir halt auch, bevor wir den ganzen Scheiß, wenn wir das jetzt schon aufhaben, dass wir dann alle Teile da haben. Ich habe jetzt eine dumme Frage. Das ist alles voll mit Öl, ne? Das ist Öl, genau. Nein, und wenn ich jetzt den Kupplungswinkel drauf mache, ich befülle das ja komplett voll bis oben hier mit Öl. Nee? Nein. Nur die Kette schwebt nur unten im Öl. Ah, wusstest du? Das heißt, du kannst... Echt? Okay. Das heißt, du hast ja dein Derby-Cover hier, den runden Deckel. Wenn das Motorrad gerade steht, kannst du den Deckel abnehmen, es läuft nichts raus. Ja, stimmt. Ich sehe es ja auch bei meiner, da ist nur unten ganz minimal. Genau, richtig. Da ist ungefähr, ich glaube, bei dem Modell 0,9 oder 1 Liter drin. Krass, habe ich jetzt so auch. Nee, so oft habe ich es auch noch nicht gesehen. Ich sehe schon wieder mein üblicher Benziner mit Reserve. Das ist jetzt. Da ist auch ein Zubehörbenziner, das müsste ein Pingel sein. Das ist mir auch. Jetzt fällt mir was ein, das hat die vergessen, die Antonia. Mit dem Benziner, das stimmt. Benziner. Da meine ich, das haben die Leute. Ja, noch 20 Videos. Echt? Das haben die Leute auch gefeiert. Genau. Und das ist im Endeffekt, dann machen wir einmal eine Inspektion. Ja, das ist halt ein Gebrauchsmotorrad. Wer fährt damit? Hör auf, da rumzuputzen. Das muss man doch. Nein, das ist verrostet. Da kam die Federkante. Das verrostet. Und das ist modern, oder was? Ist das so richtig alles hier? Nein, den Sattel haben, Sattel haben die abgeschraubt. Genau. Okay. Richtig. Das heißt... Du kommst ja morgen, gell? Ja. Wir quatschen noch. Ja, viel Spaß beim Angeln, ne? Ciao. Viel Spaß beim Angeln. Wann angelst du? Am Sonntag? Wann angelst du? Am Sonntag oder nächste Woche? Am Sonntag. Oh, Sonntag wird geangelt. Ciao. 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 Was hast du angelt, den ich Nein, er angelt im Hotel.
Ich habe ihn selten so glücklich gesehen. Er ist wieder happy. Ich habe das gehört. Ich habe ihn selten so glücklich gesehen. Ja, er ist happy. Ist doch schön. Freue mich. Guck's dir an. Genau, so kann das sein. So, im Endeffekt, das war's bei dem Ding. Das heißt, das wird, also der Reifen wird gemacht, die Schäden an der Kupplung werden repariert. Einmal Inspektionsservice. Ich glaube, ich muss jetzt, bin mir nicht sicher, ich glaube nur die Scheiben, ich rede jetzt immer von Aftermarket, also nicht Original Harley, aber ist ja wurscht. Ich glaube nur das Kupplungspaket, wenn du Kevlar-Beläge nimmst, muss ich jetzt lügen, 120 Euro. Und ich schätze mal, dass das Ganze mit dem Stahlscheibenpaket vielleicht 220 Euro kostet. Mit dann machen? Nee, Arbeit. Nein, ich sag mir insgesamt dann mit. Vielleicht. 500 Euro. Nicht so viel, weniger. Nee? Weniger, okay. Ich würde sagen, 2, 9, 18, doch ungefähr 500 Euro. Das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, schon die Diskussion haben wir ja öfters, wenn du jetzt ein Motorrad hast, was schon 90 Kilometer runter hat und du merkst, die Kupplung, das ist nicht mehr so gut, eigentlich ist es kein großer Kostenfaktor. Nein, ne? Wobei man muss dazu sagen, die Kupplung bei so Dingern ist schon sehr dankbar. Also er ist ein guter Freund von einem anderen guten Freund von mir, die gerne mal die Reifen qualmen lassen. Vielleicht haben sie das hier auch gemacht, ich weiß es nicht, ist aber auch nicht schlimm. Dann müssen sie es halt wieder reparieren. Oder es hat irgendwas mit der Einstellung der Kupplung nicht gestimmt, weil wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt sage ich mal, den Zug nicht richtig einstellst, du hast immer zu viel Druck auf der Kupplung, nutzt sie natürlich. Ja, oder viele Leute fahren auch immer mit schleifender Kupplung weg. Ja, das ist wie mit einem Auto, immer die Kupplung. Genau, hörst du ja, bei älteren Leuten ist das oft so, die so, weißt du so. Ja. Und keine Ahnung, oder es ist einfach, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das hat, der Tacho ist nicht original, der da drin ist. Deswegen, einfach nur Verschleiß. Aber das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist relativ einfach in Stand zu setzen. Was ist denn mit dem Ding hier? Das ist eine Sportster, die wir jetzt gerade umbauen. Deine eigene? Die habe ich gekauft, genau. Ach echt? Und da basteln wir jetzt mal ein bisschen was. Okay. Wie sagst du immer, Rudis Resterampe? Guck mal, ein Breakout-Rad kommt vorne rein, 21 Zoll, steht schon da. Ich sehe gerade, da sind eine bronzefarbene Felge. Das sind originale Lowrider S-Felgen aus den neuen Modellen. Was machst du damit? Habe ich gekauft. Dein Ernst? Mhm. Du kaufst manchmal einfach sowas, ohne eine Idee zu haben. Genau, richtig. Und dann hast du die Sachen hier? Dann lege ich mir das weg und dann irgendwann fällt mir was ein und dann versuche ich da was draus zu bauen. Okay. Krass. Das ist sowas, was wir nebenbei machen. Das, wie gesagt, das müssen wir jetzt mal kurz auf die Räder stellen, dass es wieder rollbar ist. Mhm. Das machen wir nebenbei, wenn wir Zeit haben. Eigentlich haben wir keine Zeit. Ich darf dir, glaube ich, gar nicht verraten. Du hast ja ein Projekt, wir reden jetzt nicht drüber. Könnte man dieses Projekt irgendwann mal vorstellen? Auch das Begleiten? Draußen das Spezielle, was du da mit gefrästen Felgen, gefräster Schwinge und so. Ach so, ja, das werden wir begleiten. Ja? Okay, ja. Ja, das will ich richtig sagen. Ja, wir haben eigentlich zwei Projekte. Okay. Über eins können wir auch sprechen. Also über das Projekt können wir noch nicht sprechen. Ja. Oder wir können nur sagen, ja, wir werden eine neue, die steht auch draußen, da kann er gleich filmen, die ist nur, da sind jetzt gerade mal die Pulversachen mal ein bisschen, wir werden eine neue Fatboy, nagelneue, ne? Eine nagelneue Fatboy, ist eine 22er, die haben wir gerade gekauft, werden wir schon sehr aufwendig modifizieren. Mhm. Aber ist noch ein bisschen geheim, das kann man ja irgendwann mal im Video erklären. Genau, nee, wir werden dann das mit dem Video begleiten, aber es sind noch ein paar Sachen, die noch geklärt werden müssen. Und deswegen will ich da noch nichts so. Das ist jetzt auch kein Flugzeug, was wir bauen. Aber es ist jetzt mal, ohne dass ich das jetzt hate, keine Mad Boy, Poops Boy, Billy Boy, man muss ja Jungle Boy, sondern es ist was, wo vielleicht so, kann man auch sagen, im ähnlich Thunderbike aufwendig umgebaut wird. So sage ich es mal. So die wussten wir nichts von, ne? Nee. Selbst der Kameramann und der Moderator wussten nichts von diesem Projekt. Aber wieso fragst du mich jetzt danach? Ja, weil du immer so geheimnisvoll bist. Wir wollen das ja begleiten. Wir wollen das ja begleiten. Wir wussten nicht, ob du das begleiten willst. Das andere Projekt, das kann man verraten. Wir bauen ein, viele Leute werden sagen, braucht das noch jemand? Wir bauen ein Walz-Dreckstyle-Fahrzeug nochmal. Ja. Da ist der Rahmenkit, den lassen wir gerade bauen. Der ist schon fast fertig. Wir haben einen leichten Verzug. Was die Lieferzeit angeht. Das ist so einfach. Das heißt aber, lässt du einen Rahmen nachbauen von Walz? Oder? Genau, nein, es gibt ja die Hardcore-Cycles-Lizenzen. Ich hätte jetzt auch zum. Anders. Die Rahmen von Hardcore-Cycles wurden ja von mehreren Rahmenbauern produziert. Ja. In der Geschichte von WHC.
Und da kann man natürlich Rahmen noch nachfertigen lassen, das ist möglich. Und auch original dann mit Walznamen. Das ist jetzt das Thema. Wir haben das jetzt im Endeffekt die Walz-Lizenz oder der damalige Insolvenzverwalter, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig oder so, dass es jeder versteht, wo Walz, hat gesagt, dass damals insolvenz gegangen ist, hat ja der Insolvenzverwalter dann irgendwann halt das liquidiert, das Ganze, und hat ja auch die Namensrechte an jemanden verkauft. Den Namen von dem Mann weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ihn mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Kommt aus dem Bayerischen. Der hat dann versucht, so ein bisschen mit der Walzschiene Geld zu verdienen, hatte aber nicht das richtige, sag mal, ich hoffe, mein Gefühl war es, er hatte nicht das Know-how und auch nicht die Leute, die das umsetzen können. Dann ist das so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Und jetzt hat das ja Augustin Motorcycles mit übernommen. Das heißt also Augustin, der Tom von Augustin Motorcycles, der ist jetzt der Mann für die Hardcore-Cycles-Geschichten. Das heißt, da kannst du Rahmenkits bestellen, du kannst auch Anbauteile noch bestellen, Merch bestellen, T-Shirts, Griffe gefräste, genau, kannst du alles bestellen. Über Walz, Hardcore-Cycles, ist aber in Kooperation, wie gesagt, mit Augustin, mit dem Tom Augustin. Und da haben wir im Endeffekt ein Rahmenkit in Auftrag gegeben, der jetzt fast fertig ist. Ich habe noch Carbonfelgen gehabt aus der alten Walz-Insolvenzmasse. BSD-Carbon kommt da rein, Rebofini, Upside Down, die gleiche Gabel, die du hast. Und echt? Genau. Und dann machen wir nochmal so ein Walz-Motorrad für einen Freund von mir. Der hat sich das immer gewünscht, schon über Jahre. Und er sagt, er will doch einmal in seinem Leben einfach für sich ein eigenes Motorrad haben. Er träumt schon immer von diesem Walz-Ding und das hat er sich jetzt verwirklicht. Und da sind wir jetzt dabei, das ist das zweite. Haben wir im Prinzip zwei krasse Projekte, einmal Walz 2.0 im Prinzip. Und einmal Fatboy Extrem. Genau. Auf die Fresse. Genau. Ja. Ich bin sowieso fertig. Ich auch. Es reicht doch heute. Drei Videos, ne, Connor? Mein Magen knurrt. Oh ja, meiner auch. 3Gs wieder. Hast du Connor gerade gesehen? Ich habe vergessen mit unserem zweiten, der jetzt mit dem Müller-Account. Achso, müssen wir das schon wieder sagen jetzt? Jedes Mal jetzt. Ach, jedes Mal jetzt? Eieiei. Ei, ei. Wenn der Connor das sagt, dann machen wir das. Was für ein E-Mail-Account? Er lädt mir im Arsch. Glaubst du das, Connor? Ach, das wird... Das Gehirn ist jetzt schon noch zwei Videos... Wie? Show me your bike. Es kommt zum Ende. Wir müssen auch das Ende finden, weil Mr. Lampe wird langsam schon müde. Wir haben uns was überlegt. Ihr könnt unter der aufgeführten E-Mail-Adresse... Ist das richtig aufgeführt? Unten aufgelisteten E-Mail-Adresse. Unten aufgeführt. Eure Bikes. Unten aufgeführt, ey. Könnt ihr uns eine E-Mail zukommen lassen mit eurem Bike? Ein paar Bilder, einen kleinen Text dazu. Mhm. Es sollten natürlich schon umgebaut werden. Show me your bike, so genau. Heißt es. Show your bikes. Ja, das würde ich Antonia einfügen. Das wird bei uns so eine kleine neue im Prinzip Kategorie werden, wo andere Leute ihre Bikes vorstellen können oder mit uns zusammen. Mhm. Und ich bin mal gespannt, was da alles so reinflattert. Wie du schon gesagt hast, es sollen natürlich auch Bikes sein, die ein bisschen aufwendiger also sind. Jetzt schon jede Stilrichtung, Oldschool, New School, Bagger, egal was. Schon auf Dreck. Dreck-Style. Ja, muss natürlich für die Community schon was sein, wo man sagt, jetzt nicht nur eine Jackle und ein Ape und einen breiten Reifen. Ja. Das haben wir leider hier genügend schon. Richtig. Wirklich einfach extreme Sachen. Egal in welche Richtung. Genau. Wir sind gespannt, was kommt. Ansonsten vergesst das Abonnieren nicht, das Kommentieren. Support ist kein Mord. Richtig. Und wir sind heute für heute fertig, oder? Ja, richtig fertig. Ich habe Hunger, Connor ist müde. Okay. Wir bedanken uns. Peace and out. Tschüss. Schönen Abend noch. Boah.